lasst euch überraschen und haut in die Hände, so laut ihr könnt, für Felix Boyse! Wer hat denn im letzten Jahr oder in diesem Jahr vielleicht zufällig im Fernsehen oder im Radio einen Rap-Song gehört? Aber ein Straßenrap-Song, vielleicht von Kollega Bushido oder der 187 Straßenbande. Mal bitte Handzeichen. Oh, einige. Die sind ja auch sehr gut in den Charts gerade, diese Rapper. Wer hat sich gedacht, als er es gehört hat, ich bin mir nicht so ganz sicher, diese Texte sind sehr gewaltverherrlichend, manchmal frauenverachtend und leiten auch so ein bisschen zum Drogenmissbrauch an. Wer hat sich ein bisschen komisch gefühlt, als er diesen Song gehört hat? Ja, auch einige. Wenn ich euch eine Möglichkeit präsentieren könnte, wie wir mit Rapmusik arbeiten können und gleichzeitig erfolgreicher, glücklicher, vielleicht auch mehr Liebe in die Welt tragen könnten, wäre das interessant für euch? Wow, ja, das sind die meisten. Sehr schön. Dann freue ich mich jetzt hier, euch diese Möglichkeit präsentieren zu dürfen. Ich hab mein Leben lang gelernt, nie gelernt zu leben. Das System und diese Regeln plus die Ziele, die uns bringen. Immer mit und nie dagegen. Lieber schwimmen mit dem Strom. 8,50 € für eine Stunde ist zumindest der Lohn. Man träumt in Nachtschichten davon, in meiner Villa zu wohnen. Doch wacht dann auf wie jeden Tag dieselbe Situation. Zwischen Frau, Kind und Job, Haus und Hof. Es gibt keinen Platz und nicht den Raum für Vision. Denn kaum sind wir groß, sind wir pausenlos im Laufrad. Früher Rebellion, heute reden wir vom Bausparen. Wir sind gefangen in diesem Standbild und wir stehen vor lauter Dingen, die der Verstand nicht versteht. Was wir wahrnehmen, ist die Oberfläche. Manchmal sehen wir auch ein echtes Lächeln. Manchmal schenken wir dann eins zurück. Manchmal schenken wir dann eins zurück. Was wir wahrnehmen, ist die Oberfläche. Manchmal sehen wir auch ein echtes Lächeln. Manchmal schenken wir dann eins zurück. Manchmal schenken wir dann eins zurück. Wem geht es genau so, dass er sich gut fühlt, wenn er morgens vielleicht am Esstisch oder auf der Arbeit erstmal ein Lächeln sieht? Ah, sehr gut, alle! Leider kommt es häufig vor, habe ich jetzt so in meinem Leben erfahren, dass ich manchmal durch die Stadt laufe, die Leute, den Leuten in die Augen gucke, aber gar keine große Emotion, sei denn ein Lächeln zu sehen. Ich hatte einen kleinen Trick entwickelt. Morgens, wenn ich aufstehe und ins Bad gehe, dann lächle ich mich erstmal selber an. Ein kleines Fotolächeln. Wir haben auch da hinten eine Fotografin. Da kann man kleinen, mal kurz mal präsentieren so. Ja, danke. Also ein kleines Fotolächeln. Morgens gehe ich ins Bad, lächle mich selber an und versuche dann am Tag mehrere Lächeln zu verschenken. Ich habe mir natürlich auch Gedanken darum gemacht, warum könnte es denn sein, dass so wenige Menschen das machen? Und ich hatte auch mal eine Zeit, in der es mir schwerer gefallen ist zu lächeln. Ich gehe jetzt mal kurz zurück, jetzt erzähle ich eine kleine Geschichte. Es war in der 7. Klasse, es war so ein schöner Herbsttag wie heute. Ich bin über die Brücke gelaufen, damals in meinem kleinen Dorf Langenberg, so 10.000 Einwohner. Und hatte gar keinen Bock auf die Schule, weil wir wissen ja, die Schule ist gerade angefangen, Sommerferien sind zu Ende. Und ich war überhaupt nicht gerne in der Schule und konnte da gar nichts mit anfangen. Es war für mich wie ein Gefängnis. Und dann bin ich darüber gelaufen und dann hatte ich so eine Vision. Wir haben ja von Visionen heute gesprochen und plötzlich war es mir klar. Felix, du wirst Rockstar. Ich dachte, wie Olli sagt, geile Nummer. Das ist die Lösung. Ich bin dann Rapstar geworden. Nein, Spaß. Also, ich habe dann die Schule zu Ende gemacht, habe ein Abitur gemacht mit 4,0. Man sieht, das war gerade so eine Grenze. Ich habe gedacht, wenn schon, scheiße, dann richtig, scheiße. War auch nicht einfach mit Nachprüfungen und allem drum und dran. Dann hätte man denken können, okay, jetzt geht's los. Ich habe ja diese große Vision gehabt, war völlig überzeugt, war begeistert von dieser Idee. Ich habe auch schon Musik gemacht zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe was Vernünftiges gemacht. Ich bin erstmal auf den Bau gegangen. Maurer gelernt, also ich bin gelernter Maurer, mein einziger Abschluss. Bin danach, habe ich ein Architekturstudium angefangen. Ich dachte, ja, das könnte ich jetzt mal ansetzen, das passt doch thematisch. Wir haben ja auch diese ganzen Menschentypen gehört. Und ich denke mir, im Architekturstudium sind diese blauen, grünen Menschen ganz gut aufgehoben. Häuser zeichnen und so, da muss man schon gewissenhaft für sein. War gar nicht mein Ding. Ich habe Jahre gebraucht, dann irgendwie darauf zu kommen, dass ich jetzt wirklich das machen muss, was ich machen will. Und dann haben wir natürlich verschiedene Bereiche. Wir können dann erstmal denken, okay, Positive Thinking, das wird schon alles. Wir haben ja auch darüber geredet, Olli hat es auch angesprochen.
Aber was fehlt dann? Häufig fehlt dann die Emotion. Ich denke jetzt mal Emotionen, Glaubenssätze, wie fühlen wir denn überhaupt über die ganzen Sachen? Vielleicht habe ich mich gar nicht genug wert gefühlt, ich gar nicht getraut, auf die große Bühne zu gehen oder vielleicht ich selbst zu sein, meine wirkliche Herzensbotschaft an die Menschen zu tragen. Ich habe dann einen Charakter entwickelt, Skin, und bin dann so ein bisschen abgeschwiffen in Comedy und verschiedenste Sachen. Und dann ist noch eine ganz wichtige Sache, positiv Thinking haben wir jetzt, positiv Feeling, vielleicht Emotions. Und dann positiv Talking. Wir haben ja im Rap, es geht ja alles um Sprechgesang. Und ich habe gestern auch in die Charts geguckt, ungefähr 6 der ersten 10 Chartplätze sind von Rappern belegt, die alle Texte machen. Ja, ich würde mal sagen, die sind nicht so zielführend, können wir sagen. Positiv kann man sagen oder wie auch immer. Auf jeden Fall, unsere Jugend, die hört, ja, da geht schon mal derbe zur Sache. Ich bin auch in Schulen, mache da Workshops und so, da ist schon heftig, was die in den Köpfen gesetzt bekommen von den Rappern für Glaubenssätze. Gerade das Thema Glaubenssätze bei Rap ist ein Riesending. Und dann natürlich Positive Action. Und Positive Action, muss ich sagen, habe ich auch einen großen Teil von Oliver Geißelhardt gelernt. Wir waren auf der Finca, ich danke, dass ich da sein konnte, auf Mallorca. Und das ist eine Sache, wo ich denke, da kann man wirklich sehr, sehr viel von Oliver Geißelhardt lernen, weil in meinen Augen, und das ist, was bei mir hängen geblieben ist, dieser Mann, der setzt die ganzen Sachen einfach um. Und das ist so das Besondere, wenn wir so viel auf Seminare gehen und manchmal nichts umsetzen, dann denkt man so, ja, habe ich alles schon gehört, ist gar nicht neu. Aber irgendwann kommt dann der letzte Impuls und wir kommen ins Handeln. Manchmal brauchen wir Menschen bis zu 50 Impulse, um ins Handeln zu kommen. Also ich hoffe, dass wir heute ein paar Impulse geben können. Vielleicht kann ich einen Impuls geben, Caro konnte einen Impuls geben, Volker ein, oder war Geißler da so ein Redeanteil, ich denke mal, er konnte vielleicht 3 oder 4 Impulse geben. Und dann starten wir durch. Und ich hoffe für jeden, dass wir so lange dabei bleiben, bis wir dann unseren 50. Impuls auch kriegen und wirklich starten. Das Schöne bei Rapmusik ist, es gibt ja auch die Möglichkeit, mal alle zu beteiligen. Das Schöne ist, wir können jetzt alle 4 Sachen einmal kurz in der Praxis durchgehen. Positive Thinking, jetzt könnt ihr denken, cool, Fischerchöre des Web, ich freue mich. Bisschen Action am Abend, mega. Emotions, positive Emotions, ja, das fühlt sich gut an. Gleich mal ein bisschen aus mich rauskommen, hier ein bisschen was machen, super geile Sache. Positive Talking, wir haben den Text, wer wird gleich hier an den Leinwand gebeamt, der Text. Alle können mitsingen. Ich habe das Tempo ein bisschen runtergeschraubt von 120 BPM, Beats per Minute auf 80. Ja, genau. Und das Schöne ist jetzt, dass ich den Beat weggenommen habe und wir durch unser Klatschen den Beat vorgeben können. Es wird gleich ein Metronom erscheinen, das kommt 8-mal, ich zähle mit und danach geht's los. Und um die Sache richtig interessant zu machen, bitte ich euch jetzt alle einmal aufzustehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich habe mein Leben lang gelernt, nie gelernt zu leben. Das System und diese Regeln plus die Ziele, die uns prägen. Immer mit und nie dagegen. Lieber schwimmen mit dem Strom. 8,50 € für eine Stunde ist zumindest der Lohn. Man träumt in Nachtschichten davon, in einer Villa zu wohnen. Doch wacht dann auf, wie jeden Tag dieselbe Situation. Zwischen Frau, Kind und Job, Haus und Hof. Es gibt keinen Platz. Und nicht den Raum für Vision, denn kaum sind wir groß, sind wir pausenlos im Laufrad. Früher Rebellion, heute reden wir vom Bausparen. Wir sind gefangen in diesem Stammbild und wir stehen vor lauter Dingen, die der Verstand nicht versteht. Jetzt alle ihre Fragen. Jetzt. Wahrnehmen ist die Oberfläche. Manchmal sehen wir auch ein echtes Lächeln, ja. Manchmal schenken wir dann eins zurück. Manchmal schenken wir dann eins zurück. Ja, nochmal. Was wir wahrnehmen, ist die Oberfläche. Manchmal sehen wir auch ein echtes Lächeln. Manchmal schenken wir dann eins zurück. Manchmal schenken wir dann eins zurück. Super. Danke. Ihr wart spitze. Geile Show. Felix Beusel. Danke. Geile Nummer.